in. No gunshots, but they getting low, 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 getting low. Hey Leute, damit recht herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Free Top-Level-Domain bekommt. Und zwar das Ganze wirklich komplett gratis. Wir brauchen dazu zwei Seiten. Das ist der einzigste, also eine Krux. Die andere Krux ist, wir kriegen nur .tk und keine .de-Domain. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil Top-Level ist Top-Level. Und wer eine .de-Domain haben will ohne Subdomain, der muss sich die leider kaufen. Da gibt es immer noch nach wie vor keine Möglichkeit, die gratis zu bekommen. Außer ihr finanziert euch durch Werbung und dann kommt es einigermaßen wieder rein, aber davon mal ganz abgesehen. Wir gehen auf dot.tk. Da haben wir dann diese Website hier, einfach diese .tk. Kostenlose TK-Domain anfordern, da sagen wir jetzt mal Sepalco und sagen Go. Dann sagen wir verwende DNS und dann eigenen DNS-Server. Da werden wir später den DNS-Server von unserer zweiten Website eintragen. Dann kopieren wir uns mal unsere Domain sepalco.tk, sagen 12 Monate, können wir aber jederzeit verlängern. Dann geben wir hier unten unseren Capture ein, dydfrakb. Dann werde ich das Fenster schnell mitnehmen. Hier, also wenn ihr hier auf Anmelden klickt, dann müsst ihr euch mit eurem Google-Konto anmelden. Das Fenster nehme ich mal schnell mit. Währenddessen zeige ich euch die andere Webseite, die könnt ihr auch schon mal eben eintragen. Na wohl, ich kann euch die Webseite nochmal kurz zeigen hier so. Wir gehen zuerst auf Free Hosting. Da werde ich mich jetzt schnell registrieren, da ich noch nicht registriert bin. Diese Fehlermeldungen hier, die sind klar, also das beheben wir alles gleich. Ich werde mich hier schnell registrieren. Name. Was für einen Namen finden, nehmen wir dann Sepalco. Dann das Passwort. Ultra geheimes Passwort. Nochmal bestätigen. Den Capture eingeben, das seht ihr jetzt alle nicht, aber ihr werdet es ja sehen, wenn ihr euch da selber anmeldet. Das Ganze funktioniert auch, ich habe es schon mal ausprobiert und jetzt will ich es eben für mich selber auch noch nutzen. Dann habe ich hier, so, dann steht jetzt hier, also ich will es euch jetzt nicht in groß zeigen, aber ihr seht ja auch in dem kleinen Ding, da ist jetzt so ein rotes Kasterle so. Das steht bei euch dann auch. Also ich habe mich jetzt nur registriert. Dann steht da als Dorten, bitte bestätige deine E-Mail-Adresse. Das werden wir jetzt gleich tun. Irgendwo hier habe ich auch noch mein E-Mail-Fenster. So, machen wir das mal zu. Das hier brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe hier gerade viel zu viel wieder offen. Ah, da ist mein E-Mail-Fenster. Habe es gefunden. Und dann kriegt ihr eine E-Mail-Adresse, da steht jetzt mein Passwort drin, deswegen kann ich die euch leider auch nicht zeigen. Ich werde jetzt hier auf den Link klicken. So, sind hier irgendwelche Daten? Nein, sind es nicht, dann kann ich euch die Webseite zeigen. Hier steht jetzt Sorten, Account Registration erfolgreich. Hier war nochmal das Fenster mit dem nicht erfolgreich E-Mail registrieren. Das schließe ich jetzt. Wir gehen jetzt hier auf Free Hosting, nicht auf Free Hosting Pro, sondern auf Free Hosting, sagen Select. Dann haben wir hier unsere Subdomain. Wir wollen aber eine Domain registrieren. Dort geben wir wieder unsere sepalco.tk, das schreiben wir mal klein, sepalco.tk. Das Passwort, ich hoffe, ja, das sieht man nicht, sehr schön, dann kann ich es eingeben. Also das Passwort müsst ihr neu anlegen, das müsst ihr einfach neu registrieren. 3-A-D-U-F Create. Nein, Create. Ich kann natürlich Englisch. Hier haben wir dann sepalco.tk. Hier unten sehen wir die Fortschrittsbalken. Da oben können wir das Passwort speichern. Sag ich mal, speichern ist doch egal. Wenn das hier auf 100% steht, dann können wir weitermachen. Ist in den nächsten paar Sekunden der Fall. Das dauert echt nicht lang. So, jetzt haben wir hier 100%. Gut, dann können wir nochmal auf Hosting gehen. So, jetzt können wir hier auf Switch gehen. Dann haben wir hier... Oh Gott, ich glaube, ihr seht da gerade alle Details. Ich muss das nochmal schnell rüberziehen. Seht ihr da irgendwas von mir? Also ihr habt ja gerade ganz kurz gesehen, wenn ihr es selber nachmacht, ihr müsst auf Hosting gehen und dann auf Details.
Dann prüfe ich da schnell, ob ihr irgendwelche Details seht von mir. Ist da irgendwo mein Passwort oder so? Nein, okay. Dann kann ich es dir zeigen. Also ihr geht hier auf Hosting, dann auf Switch, dann auf Details. So, und wenn er da mal lädt, haben wir hier die ganzen Name-Server. Da brauchen wir jetzt den 1er und den 3er. Das ziehen wir uns mal da wieder in den Tab rein. Dann kopieren wir uns den 1er. Also derzeit ist es der 1er und der 3er. Ihr müsst schauen, je nachdem wann ihr das Video anschaut, kann es sein, dass die sich wieder geändert haben. Warum nicht der 2er? Eigentlich müsste theoretisch jeder funktionieren. Nur vom 2er ist die IP-Adresse derzeit down. Von dem her könnt ihr euch mit dem 2er derzeit nicht anmelden. Also ihr könnt derzeit den 1er, den 3er und den 4er nutzen. Vielleicht in ferner Zukunft auch wieder den 2er, aber ja, ist ja egal. Solange zwei von denen funktionieren, ist mir das ja vollkommen egal. Gut, da klicken wir jetzt auf Anmelden. Ich melde mich mal schnell offscreen an. Hier, mal schauen, was ich da alles eingeben muss. Ja, genau, da muss ich nämlich also ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen hier. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr auf Anmelden klickt, dann steht hier, benutze deine Domain mit gesendeten Daten. Dann klickt ihr hier auf Google und dann könnt ihr euch mit eurem Google-Account anmelden. Ich empfehle euch nicht, mit eurer E-Mail-Adresse anzumelden, da das ein halbes Jahrhundert braucht und ich damit meine eigentliche Wunschdomain schon verwendet habe. Und ja, also ich werde mich jetzt hier mit meinem Google-Konto anmelden. So, anmelden. Geht ganz schnell. Dann will der hier dieses Ding haben. Das zeige ich euch noch ganz kurz. Da müsst ihr auf Akzeptieren klicken. Und dann steht da so Waiting for my.dot.tk. Und wenn da jetzt keine persönlichen Daten stehen von mir, dann werde ich euch das auch zeigen. Genau, hier haben wir die fertige Registrierung. Danke für deine Registrierung, sepalco.tk. Da können wir jetzt auch mal drauf gehen, sepalco.tk. Und dann haben wir hier, Congratulations, your website is up and running. Jetzt sind wir mit .tk fertig, wir können den Tab schließen und müssen jetzt eigentlich nur noch auf Hosting, dann können wir nochmal auf Switch und dann können wir ja eigentlich alles drauf installieren, was wir haben wollen. Wir haben auch einen FTP-Zugang per E-Mail gerade eben gesendet bekommen, den werde ich euch jetzt aber auch nicht zeigen, weil in der E-Mail steht auch nochmal ein bisschen was von euren Passwörtern und persönlichen Daten drin, von dem her werde ich euch das jetzt nicht zeigen, aber ihr kriegt per E-Mail einen FTP-Zugang. Ihr seht hier schon FileZilla im Hintergrund offen, also wenn ihr nicht wisst, wie ihr auf FTP zugreifen könnt, das geht mit FileZilla. Ist im Hintergrund schon offen für die andere Website, die ich eben gerade mit dieser Methode hier erstellt habe. Die werde ich euch aber nicht zeigen, da die eher privat ist, beziehungsweise für schulische Zwecke. Und ja, drauf gekommen bin ich, weil ich für die Schule eine Top-Level-Domain brauche und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, nehmen wir doch einfach hier auch gleich noch eine. So, was machen wir denn jetzt noch? Ich kann euch noch ganz kurz hier, erstellen wir mal einen neuen Tab hier. So, das wollte ich eigentlich genau nicht. Google, ich wollte nämlich einen neuen Google-Tab. Wenn ich den anderen Tab hier mitnehmen kann und ihr schnell kurz Google seht. Und währenddessen schaue ich mal, ob ich das ganz schnell finde, diese Funktion, wo ihr sogar WordPress installieren könnt. Ansonsten ist es bei Getting Started. Nein. Domains. Nein. Nein. Ich finde es ganz gleich. Hosting, Profile. Nope, also wenn ich es nicht schnell finde, dann müsst ihr euch einfach per FTP den draufziehen. Manage E-Mail, also ihr habt da auch eine E-Mail-Adresse. Vielleicht finde ich es, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt eher, also hier steht nochmal, kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen, hier nochmal reinziehen. Hier steht nochmal, hier Auto-Installer, jetzt habe ich es gefunden. Also ihr müsst gleich auf Auto-Installer. Ich zeige euch noch ganz kurz die anderen Funktionen. Ihr habt hier euren FTP-Account,
Hier habt ihr Import Website, da könnt ihr ZIP Website importieren und hier habt ihr Import Database. Wir gehen auf Auto Installer, weil ich hier WordPress und so drauf haben will auf meinem Sepalco. Und was gibt's denn hier noch so Schönes? Eigentlich nichts so Interessantes. Mich würde am meisten WordPress interessieren, das war ganz oben, genau hier WordPress. Und das installieren wir auf sepalco.tk/wp erstmal. Können wir später alles noch ändern. Da geben wir Admin ein. Und da ich weiß, dass man dieses Passwort wahrscheinlich sieht, genau, geben wir mal 1234 ein. Das werde ich dann später ändern. Dann sagen wir Install WordPress und dann sagen wir, dass das WP Directory überschrieben wird. Da sagen wir OK. Und sind hier persönliche Daten, Database, Database Username, Database Password. Dann werde ich das hier auch noch ändern. Okay. Whohub.pe. Ist ja egal, werde ich dann später noch ändern. Wir gehen nochmal auf sepalco/wp und da haben wir schon unseren Blog. Sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. So kriegt ihr eine Top-Level-Domain und das Ganze komplett gratis. Nach 12 Monaten müsst ihr euch einfach wieder bei .tk sagen, dass ihr die Website weiterhin haben wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.